Hallo, ihr Lieben, willkommen zurück zu Lost Odyssey. Ich habe ein bisschen die Items aufgestockt, die wir beim letzten Mal so schön aus dem, aus dem Fenster nicht, aber die wir massiv eingesetzt haben. Boah, dieser Boss, oh Gott. Ich bin dann hier in Saman gelandet und wir hatten hier noch eine Jukebox, die nicht funktionierte. Ich habe auch die Leute angesprochen, ob die noch Hinweise auf Schätze haben. Da war aber soweit nichts Neues dabei. Und jetzt sprechen wir dich hier mal an. Hallo. Sie ist kaputt. Ich wollte doch unbedingt Musik hören. Naja. Wir reparieren die jetzt. Yay. Genau. Das hatten wir gerade. Oh, lass mich sehen. Na, das ist eine ziemlich nette Maschine, die du da hast. Brauch nur etwas mehr Pflege, das ist alles. Ah, okay. Wow, so gut wie neu. Jetzt kann ich meine Musik anhören, wann immer ich will. Danke. Yay, Eiswasser-Amulett. Hello. Cool. Eiswasser-Amulett. Dann schauen wir direkt mal rein hier, ne? So, was haben wir hier? Geistmagie Stufe 4, Ausweichen hoch. Wasserfestigkeit hebt Wasserelementschaden auf. Das nehmen wir doch gerne an uns. So. Als nächstes habe ich schon eine Idee, wo es für uns weitergehen könnte. Aber ich werde vorher nochmal nach Ura gehen, weil ich noch nach einem Peapod suche. Genau, der eigentlich in Numara sein sollte, aber da kommt ja kein Mensch mehr hin. Wo haben wir es denn da? Stadt Ura. Und vielleicht erzählt uns noch der ein oder andere über ein geheimes Versteck. Apropos geheime Schätze. Ich wollte da noch kurz in die östlichen Ruinen, weil dort haben wir auch einen Schatz vergraben, den man wohl auch erst finden kann, wenn man da schon einmal war. Und nicht, wenn man da das erste Mal hingeht. Hier, Kunstwerk aus der Ruine. Der Rest ist vollständig, außer das, was uns fehlt halt. Haha. Gut, ich such mal, ne? Ach, guck mal. Direkt den ersten, den ich hier angesprochen habe. Ein Schatz ist in Gongoros Geheimforschungslabor verborgen. Sagst du noch was dazu? Genau. Ich habe das nämlich schnell weggedrückt. Ich schande auf mein Haupt. Ich habe gehört, der große Stab hat Goza völlig zerstört. Also trägt König Gongora in Wirklichkeit die Schuld an der Tragödie im Hochland von Wohl? Ich sollte lesen. Meine Freunde in der Sicherheitstruppe sind gerade sehr nervös. Schwierig, mit ihnen zu arbeiten. Man kann es ihnen nicht verübeln, wo die gozanische Armee die Hauptstadt angreift. Dank des Wohlmassakers suchen wir verzweifelt neue Leute. Ich war schon ewig nicht mehr zu Hause. Könnte ich doch wenigstens meiner Familie einen Brief senden? Du bist doch auf dem Weg in die Stadt, oder? Kannst du meiner Familie einen Brief bringen? Natürlich, ja. Also ich habe gelernt, wenn ich mich im Gespräch nicht mehr bewegen kann, dann wollen die Leute was von mir. Danke, mein Vater Karlin ist am Bahnhofsplatz beim königlichen Palast, glaube ich. Okay, warte. Bahnhofsplatz Palast Brief. Okay, notiert. Alles klar, cool. Leute ansprechen lohnt sich. Nur wenn man sich dabei bewegen kann, lohnt es sich nicht so sehr. Ich lese mal trotzdem vor. Das Tor ist nur für Fahrzeuge. Wenn du zu Fuß unterwegs bist, geh zum Einschienenbahnhof. Bahnhof. Okay. Wie fange ich das an? Dieser Lastenaufzug ist ein verzwicktes Ding. Hey du, weißt du, wie man den Lift hier benutzt? Vielleicht. Man kommt nicht ohne die Lifts nach oben, aber man kann es leicht vermasseln, wenn man nicht aufpasst. Und dann ist hier auch noch dieser Müll drin. Ich muss diese Lifts wieder in Bewegung bringen. Ja, natürlich. Hallo, wir helfen immer gern. Ich glaube, heute ist so eine Aushelferrunde, bevor ich mit meinen, bevor ich die Reise antrete, dorthin, wo ich den Verdacht habe, dass es weitergeht. So. Ja, du hilfst mir wunderbar. Also lass mich erklären, wie dieses Ding funktioniert. Mit diesen drei Hebeln werden die Lifts bedient. Jeder Lift kann oben
in der Mitte oder unten anhalten und wir müssen sie alle hier herunterholen. Verzwickt ist, dass ein Hebel zwei Lifts auf einmal bewegt. Zudem bewegt sich jeder Lift in einem eigenen Rhythmus nach oben und unten. Oh Gott. Außerdem kann man die Lifts nicht beliebig oft bewegen. Nach 6 Bewegungen kehren sie automatisch... Wer hat das denn konstruiert, Mann? Nach 6 Bewegungen kehren sie automatisch wieder in die Ausgangsposition zurück. Man kann es also zumindest nicht ganz vermasseln. Versuch es einfach mal. Du wirst es sicher bald herausfinden. Okay, fangen wir mit A an. Ich war gerade verwirrt über die Perspektive. Also das bringt die beiden hoch. Sie müssen A... Ach du heilige Makrele. Und C macht das hier. Und A bringt die beiden jetzt runter. Dann will ich nochmal B. Kann ich das nochmal machen? So, der ist dann unten. Oh. Ups, das hat nicht geklappt. Du hast die 6 Bewegungen verbraucht und der Lift hat sich zurückgesetzt. Noch ein Versuch. Okay. B. A. Nein, ich wollte, dass du runtergehst. C. Nein. Ist das beschissen? Das ist das Gleiche, was ich gerade gemacht habe, oder? Oder so ähnlich zumindest. Wir machen dann mal einfach irgendwie weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das Geräusch war seltsam. Okay. Nein, ihr sollt beide runtergehen. Nein, nicht noch weiter. Das ist doch willkürlich. Willkür ist das. Oh. Aber das hat gerade ein komisches Geräusch gemacht. Ich habe C und B gedrückt. Ja, dieses Piu. Ihr sollt runtergehen. Ich habe irgendwie immer die gleiche Ausgangssituation. Das ist doch... furchtbar. Ach, und das ist jetzt richtig, oder was? Hä? Okay. Wow, beeindruckend. Du hast das Ding echt gut unter Kontrolle. Ja, mehr oder weniger. Was hältst du davon, hier Vollzeit zu arbeiten? Never. Du kannst sofort anfangen. Na, zumindest kann ich endlich das ganze Zeug oben entsorgen. Wenn du irgendwas haben willst, nimm es einfach. Sieh es als Dankeschön für die Hilfe mit dem Lift an. Okidoki, let's go. Ich wollte doch eigentlich nur zum Peapod, aber ich nehme unterwegs alles mit, was ich kriegen kann. So, dann einmal hier rüber. So, so weit kamen wir ja schon mal, glaube ich. Irgendwann. Vor ewigen Monaten. Ach, guck mal, eine Kiste. Gib mir das. Lauf, Keim, lauf. Platinhandschuh. Das klingt nett. Aber habe ich vermutlich schon, oder? Ja, da ist er. Der Platinhandschuh. Genau. Alles klar. Dann werde ich meine Suche nach neuen Schatzhinweisen und dem Peapod und den Schätzen mal fortsetzen, ne? So, hier hätten wir einmal den Peapod. Da sitzt ein Peapod im Topf. Genau, wir können ihn... erstmal Samen geben. Ein Stück. Danke. Und magische Steine. Ach so, die Dinger. Nee, warte mal. Oh. Startungserholungsmedizin. Es schaut hierher. Ah, okay.
Ja, eigentlich war ja mein Plan, diesen Stein loszuwerden, den ich hier habe. Ach ja, wir haben ja da noch die MG. Stimmt ja. Wo war es denn? Hier, den Zehensamen. Angeblich liebt der Pipot in Numara diese Samenkörner. Aber wir kommen ja nicht nach Numara, deswegen dachte ich, der hier könnte das sein. Naja. Dann halt nicht. So, wir sind jetzt am Bahnhofsplatz vom Palast und hier müsste ja auch der Typ sein, der den Brief bekommt. Ne? Nächsten Mal vielleicht zur königlichen Wache. Handverlesen aus den Drängen der Bahnhofswachen. Ziemlich toll, hä? Ja, absolut toll. Will ich zu dir? Kann das? Ja, bleibt stehen. Das ist furchtbar. Sie wissen nichts davon. Tja, also, da ist ein alter Mann, der bei der Krönungszeremonie für König Gongora verletzt wurde, als die magische Bestie einfiel. Seine Verletzungen heilen langsam, aber er ist immer noch zu schwach zum Sprechen. Ich konnte bisher nicht herausfinden, wie er heißt oder wo er wohnt. Er hat etwas gemurmelt, das wie ein Ortsname klang, aber das muss ein ganz kleines Dorf sein, wenn überhaupt. Ich habe die Bahnhofsmitarbeiter gefragt und nicht einmal die haben je davon gehört. Ich kann natürlich warten, bis er wieder sprechen kann, aber ich möchte etwas für ihn tun. Wenn ich doch seine Familie irgendwie erreichen könnte. Und da kommen wir. Ach, das ist das mit der Vermisstenanzeige. Hier, guck mal, ist das der? Ah, das ist er. Das ist der Mann in meinem Haus. Sein Sohn sucht also nach ihm. Bitte gib dem Sohn unbedingt meine Adresse. Ich muss schnell nach Hause und seinen Vater die guten Neuigkeiten bringen. Alles klar. Ich weiß noch in etwa, wo der war. Da gehen wir also auch gleich hin. Viel zu tun heute. Na, ich treffe mich mit einer Freundin, aber sie ist noch nicht da. Ich denke, ich reise einfach weiter. Ja, und dann kommt die Freundin an und fragt sich, wo du bist. Ganz toll. So, steige ich in die nächste Bahn, wenn ich zum großen Tor will? Ich habe das noch nie gemacht. Frag die Mitarbeiter hier, die sind ganz nett. So, und du? Du sagst gar nichts, okay. Ja, okay, Fahrplan, okay. Ja, cool. Dann haben wir das mit der Vermisstenanzeige auch mal abgeschlossen hier. Beziehungsweise fast abgeschlossen. Wir sind auf einem guten Weg. Hallo? Okay. Oh, Gongora Stimme, ne? Ist. Hier stehen zwei Kisten. Bin ich eigentlich blind? Okay. Ich fand die sehr unauffällig. Samen. Krass. Mein Sohn wurde beordert, das große Tor zu bewachen, aber bei so wenigen übrigen Soldaten muss es schwer für ihn sein. Ach, der Karlin, das ist er. Sein Name Jallin. Du hast einen Brief von ihm? Oh, vielen Dank. Ich habe nicht von ihm gehört und war sehr besorgt. Hier, nimm dies für die Unannehmlichkeiten. Das Freiheitsband. Yeah, da war er. Freiheitsband. Schauen wir doch direkt mal rein. Also sieht aus, als hätten wir das schon. Lass mal schauen. Wo ist es denn? Ah ne, da, guck mal. Platz plus 5. Oh mein. Geil. Das ist geil. Oh, ich lieb's. Platz plus 5. Und das kommt noch auf Platz plus 3 rauf. Ich raste aus. Ich raste komplett aus. Oh mein Gott. Ich weiß vor Aufregung gar nicht, was ich reinmachen soll. Anti-Versteinerung auf jeden Fall. boah. Ich guck mal, was ich reinmache. Also wenn ich. Es ist heute sehr geschnitten alles. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Wenn das so, wenn die Folge so hart zerstückelt ist. Ich weiß halt auch nicht, wo man dann wen ansprechen kann, um was zu bekommen, weißt du? Deswegen. Aber wenn es zu viel ist, dann sag gern Bescheid, ne? So.
Ich habe jetzt reingenommen. Anti-Versteinerung. Kombo, ne? Greift einen Feind zweimal hintereinander an. Ich hoffe, das kostet nicht so viel MP. Absorptionstransfer, damit das, was wir absorbieren, auch schön an die hintere Reihe geht. MP-Schutz, ne? Falls die Kacke mal wieder am Dampfen ist, werden die MP angegriffen. Und Doppelkonter. Verdoppelt gelegentlich den Gegenangriffsschaden. Konter hat sie ja auch drin. Ja, da ist es. Genau. Ja, das finde ich gut. Platz plus 5, ey. Mega geiles Accessoire. Dann gucken wir mal weiter, ne? So, jetzt gehen wir mal zu dem Sohn, der ja die Vermisstenanzeige erstellt hat. Und sagen dem, wo Papi ist. Du hast meinen Vater gefunden? Im Ernst? Oh, er ist verletzt? Na, da bin ich froh, dass sich jemand um ihn gekümmert hat. Ich werde ihn sofort besuchen. Du hast mir sehr geholfen. Ich möchte dir ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung überreichen. Vielen Dank. Albtraumsiegel, alles klar. Dankeschön. Dann ist das auch erledigt. So, da wir schon mal in Ura sind, würde ich auch direkt einmal zu Gongoras Anwesen gehen, weil da ja auch ein Schatz versteckt sein soll. Na, dazu müsste ich... warte mal, Taxi. Nehmen wir doch einfach das Taxi. Why not? Der Verkehr ist heute normal. Okay, ich möchte... Ich glaube hierhin. Ich weiß es nicht. Hauptsache, ich habe seine Stimme nicht mehr im Ohr. Bleh. So, jetzt bin ich hier. Ich glaube, das ist richtig. Oh, guck mal. Ich habe gehört, dass Goza all diese magischen Waffen gebaut hat, um Ura niederzubrennen. Ich würde alles tun, um Goza zu schlagen. Es ist so, wie alle sagen, töten oder getötet werden. Keim stößt auf eine Erinnerung, die tief in seinem Herzen verschlossen war. Wieder was zum Vorlesen. Ein Traum wurde enthüllt. Alles klar, dankeschön. Extra Part. Hinter der Mauer. Okidoki. Schatzsucheninformation. Ach, guck mal. Die war eine Erinnerung. Cool. Der große Stab und das epische Ergebnis unserer gesamten Erforschung der Magie. Ha, als ob ich diesem Blödsinn glauben würde. Der Stab ist schuld am Meteor und an dem Massaker im Wohlhochland. So ist es. So, ich guck mal kurz, ob wir erst die Geschichte dafür lesen müssen. Oder ob ich so schon Zugriff darauf habe. Hier. König Gongoras Geheimnis. Das war das im Forschungslabor. Kunstwerk aus der Ruine hatten wir vorher schon. Ah, guck mal da. Sarahs Geschenk. Sarah. Entschuldigung. Sarahs Geschenk ist im Innenhof des Anwesens versteckt. Ah. Okay, also gehen wir da auch nochmal hin. Oh mein Gott, diese stückelige Folge. Furchtbar. Na toll, ich habe dieses alte Familienerbstück aus Versehen in die Kanalisation fallen lassen. Nicht, dass es etwas ausmachen würde. Es war ohnehin nur ein Stück Müll. Ja, aber anscheinend wertvoller Müll. Okay, Kanalisation Uras. Jetzt kommen die ganzen Dinge hier raus, ne? Habt ihr das gewusst? Diese Soldaten haben erzählt, wie jemand vorgab, Fürst Tolten zu sein. Ja, Tolten selbst. Aber anscheinend war er der Echte. Ja. Ich habe meinen Enkel erklärt, dass sein Vater tot ist, aber er scheint es nicht richtig zu verstehen, der arme Kleine. Ihr den Besitz des uranischen Soldaten übergeben. Okay. Ich habe meinen Sohn diesen Glücksbringer gegeben. Das kann nur eins bedeuten. Ich wusste es. Ich habe mich selbst getäuscht. Wirklich, aber ich wusste es. Es war das Namensschild meines Großvaters, ein Andenken an einen Krieg, den er wundersamerweise überlebte. Er hat mir erzählt, dass ihm ein anderer Soldat im Krieg das Leben gerettet hat, aber sein Namensschild war wohl nicht genug, um dasselbe für meinen Sohn zu tun. Danke für die Mühe, mir das zu bringen. Es gibt in diesem Krieg so viele Familien, die nichts haben, um sich ihrer Verstorbenen zu erinnern. Es ist vielleicht nicht viel, aber du sollst dies bekommen. Ich hoffe, du schaffst es bis zur Pensionierung, Soldat. Naja, ich bin unsterblich. I don't know. Okay, das waren stinknormale Items. Ich schau mal weiter und wir sind schon fast an Gongoras Anwesen, ne? Sind Sie Lieutenant Argonar?
Oberleutnant, I don't know. Ist schon eine Weile her, was? Wie fühlt es sich an, Ihrem Meister auf dem Thron zu sehen? Ich habe Sie immer wieder gewarnt, dass Gongora eine Gefahr für Ura ist. Jetzt, wo er König ist, spielt mein Wort kaum noch eine Rolle. Es braucht sicher mindestens einen Unsterblichen, um einen Gongora im Besitz des großen Stabs zu besiegen. Ich fürchte sogar, ein Unsterblicher könnte die Aufgabe als zu schwierig empfinden. Ja, oder sogar fünf. Ich kann vielleicht keine körperliche Unterstützung bieten, aber ich hoffe, das hilft etwas. Dankeschön. Das ist aber nett. Gleich mal ein paar Materialien hier abgeworfen. Cool, cool. So, hier kann ich mal ein bisschen rennen, weil hier stand niemand mehr. So. Brannte das schon vorher? Ich bin nicht sicher. So, ich gucke noch mal kurz in die Liste. Schätze. Ah, hier haben wir Schatz in der Kanalisation, genau. Da muss ich auch noch irgendwie hin. Ein Schatz ist in Gongoras geheimen Forschungslabor versteckt. Okay. Geheimes Forschungslabor. Hallo! Genau, hier hat König Gongora gelebt. Bevor er den Thron übernahm, natürlich ist er jetzt weg und der Ort scheint verlassen zu sein. Ich möchte trotzdem rein. Ja, versuch gar nicht, mich aufzuhalten. So, war das geheime Forschungslabor denn hier im Untergrund? Oder war das ganz woanders? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir suchen es einfach mal, ne? So. Hier ist auf jeden Fall das Forschungslabor. Aber wo ist das geheime Forschungslabor? Hier ging es doch noch irgendwo runter, oder nicht? Okay, oder hoch. Ah ja, dann sind wir jetzt hier in der geheimen Höhle, wenn wir... Ach, ja, warte mal. Die geheime Höhle führt doch zum geheimen Forschungslabor. Wenn mich nicht alles täuscht. War dem nicht so? Da haben wir ja auch ganz... Ja, guck mal. Da haben wir ja auch ganz wuselige Monster besiegen dürfen. Und ist gerade so geschafft. Ah, hier vibriert was. Hier vibriert was. Was könnte das sein? Wahrscheinlich etwas von Gongora, wenn es an einem Ort wie diesem versteckt ist. Untersuchen wir es. Vielleicht finden wir heraus, was er in den 30 Jahren gemacht hat, die wir verloren haben. Ich bin nicht von dieser Welt. Aber meine Mission ist es, diese Welt zu erforschen. Ich teleportierte durch Raum und Zeit. Mein Bewusstsein überdauerte bis heute, selbst als ich eine physische Form annahm. Okay. Meine Heimatwelt und diese Welt scheinen aus irgendeinem Grund durch Raum und Zeit auf der gleichen Achse verbunden zu sein. Unsere Welt wurde extrem instabil. Berichte wurden laut, dass sie kollabieren würde. Wir glaubten, dass dies durch die Interferenz mit einer anderen Welt hervorgerufen würde, die auf der gleichen Achse lag wie unsere. Unsere unbefleckte Welt wurde von einer unbekannten Macht verzerrt. Einem Virus, das einen Organismus entstellt, nicht unähnlich. Im Laufe der Zeit erkannten wir, dass es auch eine Seele oder ein Geist sein konnte. Die Interferenz von jeder anderen Welt entstammte den Seelen ihrer Bewohner. Sie produzierten eine Art Energie, die unsere Welt verzerrte. Warum hatte es solch eine Wirkung? Um den Grund dieses Phänomens zu verstehen, die Interferenz zu studieren, errichteten wir einen Quantenteleporter, um unser Bewusstsein in die andere Welt zu schicken und die Umstände zu erforschen. Einschließlich mir gibt es 5 Forscher. Die anderen sind Kaim Argona, Seth Belmore, Ming Numara und Sarah Sisula. Aha.
Wir trafen hier ohne Erinnerung an unsere Heimatwelt ein und leben nun unter den Bewohnern dieser Welt, während wir unsere Mission ausführen. 1000 Jahre wurden als Zeitfenster gewählt, um ein umfassendes Verständnis für die Bewohner der Welt zu entwickeln. 1000 Jahre wurden als Zeitfenster gewählt. Heißt das, nach 1000 Jahren ist einfach RIP? Oder... Ich meine, die sind ja jetzt schon 1000 Jahre alt, ne? Vielleicht ist bald Ende im Gelände für die 5. Genau, wir warten einfach ab, bis alle alt genug sind, dann fallen alle um. Spiel durchgespielt. Nee, ich glaube, die leben trotzdem noch länger. Ich meine, unsterblich, ne? Und als die 1000 Jahre näher kamen, hat Gongora sich gedacht, ja, ich nehme euch eure Erinnerungen. Fuck off, ich mach das jetzt hier alles. Die Art, wie wir hier eintrafen, ohne Gedächtnis, ermöglichte uns, so zu werden wie die Leute, unter denen wir leben. Doch vor einigen Tagen erinnerte ich mich an die Mission. Ich hinterlasse diese Aufzeichnung, damit die Welt weiß, dass ich existiert habe. Du Narzisst. Da die Zeit in den zwei Welten unterschiedlich verläuft, scheinen wir hier nicht zu altern oder zu sterben. Die 1000 Jahre unserer Forschungen entsprechen in unserer Heimatwelt nur einem einzigen Jahr. Ach krass. Mit dem Unterschied im Fluss der Zeit leben wir viel länger als diejenigen um uns herum. Indem wir uns in die Geschichte, Kultur, Gedanken und Sitten dieser Welt vertieften, konnten wir genaue Daten sammeln. Wir übertragen unsere Erkenntnisse an unsere Heimatwelt in der Hoffnung, dass sie uns ermöglichen, sie zu retten. Ein unerwartetes Ergebnis der Mission ist, dass der Spiegelturm eine Vielzahl von Veränderungen in der natürlichen Ordnung dieser Welt bewirkt. Wilde Tiere laufen Amok und monströse Kreaturen werden gesichtet. Die natürliche magische Energie dieser Welt hat sich verändert. Das könnte ein Segen sein. Die magische Energie hat das Leben dieser Leute erheblich verbessert. Als unser Bewusstsein in unseren neuen Körper materialisierte, gab es eine Resonanz mit der magischen Energie. Es ist sehr wahrscheinlich, dass unsere Existenz die magische Energie dieser Welt noch verstärkt hat. In 1000 Jahren haben wir viel gesehen, was uns zur wahren Natur des Virus bringt. Leben und Geschichte der Menschen hier sind äußerst gewöhnlich und wir haben viele Dynastien aufsteigen und wieder untergehen sehen, als ob sie nicht mehr als beiläufige Ereignisse gewesen wären. Die Existenz des Virus auf unserer Welt zeigt jedoch, dass die Ereignisse auf dieser Welt Einfluss hatten und eine Geschichte auslösten, die in keinem Buch hier aufgezeichnet wird. Die Gefühle, die den Verstand der Menschen dieser Welt dominieren, ihre Hoffnungen und Begierden, ihre Liebe und ihr Hass, ihr Leben und ihr Tod. Die Ereignisse, die Angst oder Glück in ihr Leben bringen, alle resultierten in massiven Wellen von etwas, das mit unserer Heimatwelt interferierte. Die Herzen und Seelen dieser Menschen treiben diese Welt an. Bisweilen äußert sich das im Gefühl der Zuneigung zu anderen. Zu anderen Zeiten im ungezügelten Drang, einen großen Ehrgeiz zu befriedigen. In der Zeit, in der wir hier lebten, erkannten wir, dass diese Gefühle, die uns vorher unbekannt waren, sie stark beeinflussten. Die Auswirkungen dieser Gefühle bewirkten die massiven Energiewellen, die unsere Heimatwelt beeinflussen. Von unserem Standpunkt aus sind diese Gefühle nur ein Virus, aber im Verlauf eines Jahrtausends haben wir sie als sehr verlockendes Virus erkannt. In dieser Welt wurde ich von einem Virus des Gefühls infiziert und habe infolgedessen starke magische Energie erlangt. Dies aufzugeben wäre bedauerlich und schmerzhaft. Allein dies zu denken zeigt, wie tief mich das Virus infiziert hat. Aber die Verlockung durch das Virus war und ist höchst befriedigend. Gefühle durch ein Virus, sehr schön. Ich finde im Übrigen extrem anstrengend zuzuhören, weil die Stimme so verwaschen ist und es die ganze Zeit im Hintergrund tröpfelt und gurgelt. Ugh. Aber wir haben es ja anscheinend geschafft. Ein Virus, der sich auf die Gefühle der Menschen auswirkt. So habe ich das noch nie betrachtet, aber du könntest irgendwie recht haben. Gongora war das? Lasst euch doch nicht hinters Licht führen. Er wird es benutzen, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Ich weiß, ich werde Gongora nicht erlauben, alles, was mir lieb ist, für seine eigenen grausamen Ziele zu missbrauchen. Ja, und das war dann
War das der Schatz? Es vibriert immer noch. Ach, guck mal, nee, das ist eine andere Ecke. Ach so. Satanshorn, Dämonenkönigring. Oh mein Gott. Ich hätte diese Kugel hier wahrscheinlich schon viel früher bedienen können. Hab's aber irgendwie übersehen anscheinend. Okay. Ein Moment. Wir hatten ja noch die MG. Das ist nett. Nehme ich. So, und dann gehen wir mal rüber. Was haben wir denn da hier? Dämonenkönigring. Feuerstufe 2, Geistkillerstufe 2 und MP-Absorptionsstufe 2. Macht Sinn, das einen von den physischen Angreifern zu geben. Schaden hoch, kritisch hoch. Weil ich das auch sehr cool finde, ne? Schaden hoch, kritisch hoch. Geistkiller, MP-Absorption, Stufe 2. Ich glaube, das behalte ich mal. TP-Absorption, Stufe 2. Ja, ich lasse das mal so. Und wir haben ja noch was bekommen. Für wen könnte das sein? Für dich? Nee. Ich überlege gerade, wie das aussah. Oder wie es überhaupt hieß, weil das habe ich auch vergessen. Das ankam wir mittlerweile dreimal, auch gut. Stab des Ältesten, heiliger Stab. Hä? Prinzessin den Stab, das ist so süß. Guck mal, sie ist hier. Ja, guck mal. Kompositmagie Stufe 3, nehme ich. Aber das wollte ich gar nicht nachgucken. Satanshorn war das, genau. Ja, gib her. Ansonsten. Jawollo. Okay. Hätten wir das. Damit wäre der Schatz jetzt auch abgehakt, ne? Ich guck noch mal kurz. Schätze. Ja, da. Cool. So, dann müssen wir jetzt noch gucken, dass wir den Schatz in der Kanalisation finden. Das wäre jetzt mein nächstes Ziel. Und dann gucken wir kurz in die Ruine rein, okay? Ach ja, und das auch noch. Packe ich das alles heute in eine Folge? Ich glaube, ja. Okay, erst Kanalisation. Let's go. Es vibriert, es vibriert. Hello. Buch der Geheimen. Oder so ähnlich. Gucken wir mal bei dir. Geheimes Buch, das in jahrhundertealten Runen verfasst ist. Nur für Unsterbliche. Fähigkeitentreffer. Fügt einem Feind auf der Basis der zurzeit ausgerüsteten Fähigkeiten Schaden zu. Was auch immer das bedeutet. Fügt einem Feind auf der Basis der zurzeit ausgerüsteten Fähigkeiten Schaden zu. Okay. Okay. Wir werden erfahren, was das ist, ne? So, von wo bin ich gekommen? Ich war nicht lange in der Kanalisation, kann also nicht weit weg sein. So, von hier bin ich gekommen. Genau, dann klettern wir einmal hoch. Besuchen noch das Anwesen der alten Magierin, den Innenhof. Da soll ja auch noch ein Schatz liegen. Und dann ist dieser Part zu Ende, weil ich nehme schon über eine Stunde auf. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Keiner weiß es. Oh Mann, rumrennen wie eine Bekloppte auf jeden Fall. Rumrennen. So, letzter Stopp für heute. Wir gucken mal, wo es vibrieren könnte. Meine Freunde geben mir Kraft. Das ist wunderschön. So, Sarah hat Luftwiderstand hoch erlernt. Da können wir gleich mal auswechseln. Ich wollte doch nur nach dem Vibrieren gucken. Es wird Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Wer hat was nochmal gelernt? Sarah.
Aber ich glaube, das war von Ausrüstung, ne? Ja, da ist es. Da ist noch was zum Lernen. Angriffsverstärker, dankeschön. So, weiterschauen. Und sich nicht unnötig von Gegnern aufhalten lassen. Ich glaube, ich check erstmal die linke Seite einfach aus. Nope. Komm, ein bisschen schneller hier. Wir haben keine Zeit. Okay, hier auch nicht. Dann kann es ja eigentlich nur noch hier jetzt außen sein oder um den Brunnen herum. Hallo? Das meinte ich nicht mit Hallo. Ich muss wohl noch viel lernen. Ach, ging doch. So, Seth und Keim. So, Fähigkeitentreffer werde ich in der nächsten Folge auf jeden Fall ausprobieren. Seth und Keim. Hier, das hast du gelernt. Wasserfestigkeit, genau. Haben wir sonst noch was für dich? Nö. Toll. Na, toll. Dann nehme ich das hier wieder rein. So, und Keim einmal. Die Wasserfestigkeit und die Fähigkeitentreffer muss ich dann über die Fähigkeiten mit reinnehmen. Was machen wir denn da? Das benutze ich nie. Also nehmen wir den Fähigkeitentreffer hier mit rein. So kann man es auch machen, ne? Okidoki. Wo ist der Schatz denn jetzt? Huch! Ich bin doch gar nicht runtergegangen. Willst du mich feiern? Was soll das? Kann ja eigentlich nur noch... Ah, hier sein. Natürlich die letzte Stelle, wo ich nachgucke. Das ist so typisch. Flammenamulett. Let's go. Also diese Schatzsuche lohnt sich definitiv. Ja, müssen wir das auf jeden Fall nochmal rausgeben. Ach, guck mal, jetzt kann sie Fähigkeitstreffer hier lernen. So, Feuerfestigkeit. Hebt Feuerelementschaden auf. Das klingt natürlich auch sehr, sehr gut. Okay, let's go. Das war's dann für heute. Beim nächsten Mal treffen wir uns beim östlichen Stamm wieder, ne? Warte mal. Gegenstände, Schätze. Hier, Kunstwerk aus der Ruine. Das möchte ich nämlich holen. Und dann geht's hier freudig weiter, hoffentlich mit der Hauptstory. Ja, darauf bin ich heiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, für eure Däumchen und eure Kommentare. Ich lese sie mir immer wieder gerne durch. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank natürlich auch an meine Kanalmitglieder, die mich finanziell etwas unterstützen. Vielen, vielen Dank. Und ciao, Kakao. Bye.